passiert, wenn man zufällig Apfelkerne gegessen hat? Sicherlich kennst du den Spruch, iss einen Apfel am Tag und du hast dir den Arzt gespart. Aber was ist, wenn man versehentlich die Kerne gegessen hat? Könnte dein Apfel dann die Ursache dafür sein, dass du zum Arzt gehst? Oh, und was ist mit anderen schockierenden Fakten über einige deiner anderen Lieblingsspeisen? Schau weiter zu und du wirst vielleicht einige Dinge nie wieder so sehen wie früher. Aber zuerst vergiss nicht, auf Abonnieren zu klicken und die kleine Glocke zu läuten, um uns auf der Sonnenseite zu begleiten. Nummer 9. Große Mengen an Apfelkernen können giftig sein. Äpfel gehören wie Mandeln, Pfirsiche und Kirschen zur Familie der Rosen. Wirklich, als solche sind ihre Kerne voll von bestimmten natürlichen Chemikalien, die für Menschen und Tiere giftig sind. Apfelkerne enthalten Amygdalin, eine Substanz, die Cyanid freisetzt, sobald sie sich mit einem Verdauungsenzym vermischt. Cyanid, falls du es nicht wusstest, ist eines der tödlichsten Gifte, die die Menschheit kennt. Glücklicherweise sind die Apfelsamen mit einer harten Beschichtung überzogen, die resistent gegen Verdauungsenzyme sind. Wenn du also einen ganzen Apfel zusammen mit den Kernen isst, durchlaufen sie dein Verdauungssystem unberührt und setzen kein Gift frei. Aber wenn du anfängst, in die Kerne zu beißen, gelangt Cyanid in deinen Körper. Der Körper ist durchaus in der Lage, kleine Mengen dieses Gifts zu entgiften. Aber wenn du weiter auf Apfelkernen knirschst, kann die Dosis tödlich werden. Es braucht jedoch viele, um eine Cyanidvergiftung aus reinen Apfelkernen zu bekommen. Es wurde geschätzt, dass ein Erwachsener 143 Apfelsamen konsumieren müsste, bevor die Menge an Cyanid in seinem Körper kritische Werte erreicht. Das bedeutet, dass du etwa 18 Äpfel am Stück essen müsstest. Dennoch ist es besser, auf Nummer sicher zu gehen und die Kerne auszuspucken, wenn du an deiner Lieblingsfrucht knabberst. Und lass niemals kleine Kinder oder Haustiere Zugang zu Apfelkernen haben. Nur für alle Fälle. Nummer 8. Muskatnuss kann Halluzinationen verursachen. Wenn du planst, einen mit Muskatnusspulver gewürzten Kuchen zu backen, gehe mit dieser Zutat äußerst vorsichtig um. Wenn du mehr als 3 Teelöffel des Pulvers hinzufügst, riskierst du leichte Halluzinationen. Außerdem können sich deine Gliedmaßen plötzlich erwärmen. Aber das ist nicht das Schlimmste. Schwere Nebenwirkungen treten 30 Minuten bis zu einer Stunde nach dem Verzehr von zu viel Muskatpulver auf. Dazu gehören Übelkeit, Erbrechen und Durchfall. Im Extremfall können Menschen Probleme mit Herz und den Nerven haben. Nummer 7. Brauner Zucker ist nicht gesünder als weißer Zucker. Du hast wahrscheinlich schon einmal davon gehört, dass brauner Zucker dem weißen Zucker vorzuziehen ist, weil er der gesündere der beiden ist. Nun, leider ist dies in den meisten Fällen nur ein Marketingtrick. Brauner Zucker ist in der Regel nur normaler Tischzucker, der braun wird, wenn Melasse dazugegeben wird. Die Produzenten geben 5-10% Melasse hinzu, was es einfacher macht, die Größe und Farbe der Kristalle zu kontrollieren. Ernährungstechnisch sind diese beiden Produkte praktisch identisch. Das Landwirtschaftsministerium der Vereinigten Staaten berichtet, dass ein Teelöffel weißer Zucker 16 Kilokalorien enthält, während es 17 Kilokalorien in einem Teelöffel braunen Zucker gibt. Dank der Melasse hat brauner Zucker mehrere nützliche Mineralien wie Kalium, Magnesium, Eisen und Calcium. Gleichzeitig sind diese Nährstoffe in so geringen Mengen vorhanden, dass die Wahl von braunem Zucker gegenüber weißem Zucker keine gesundheitlichen Vorteile mit sich bringt. Nummer 6. Palmöl ist gar nicht mal so schlecht für die Gesundheit. Palmöl gilt seit langem als schlecht für die menschliche Gesundheit. Der Grund ist klar. Dies ist ein super fettes Öl, das den Cholesterinspiegel und den Blutdruck erhöht. Infolgedessen sind Menschen, die dieses Produkt in großen Mengen konsumieren, einem höheren Risiko ausgesetzt, einen Schlaganfall zu erleiden oder eine Herzerkrankung zu entwickeln. Gleichzeitig, wenn du nicht zu viel Palmöl trinkst, kann dieses Produkt mehrere wichtige gesundheitliche Vorteile haben. Erstens ist Palmöl eine perfekte Quelle für eine bestimmte Form von Vitamin E, genannt Tocotrienol. Es hat starke antioxidative Eigenschaften, die helfen, die Gesundheit des Gehirns zu fördern und zu erhalten. Tocotrienole können sogar das Schlaganfallrisiko reduzieren, den Verlauf der Demenz verlangsamen und die Entwicklung von Hirnläsionen verhindern. Deshalb sollten Menschen, die einen Vitamin-A-Mangel haben oder dazu neigen, rotes Palmöl in ihre Ernährung aufnehmen.
Nummer 5. Kaffee ist die weltweit größte Quelle für Antioxidantien. Oh, dann gib mir mal eine Tasse. Kaffee war schon immer ein kontroverses Thema. Einige Leute behaupten, dass es ein süchtig machendes und schädliches Getränk ist, das dich nur dehydriert, während andere sicher sind, dass diese Tasse voll von Energie nichts Schlechtes für deine Gesundheit sein kann. Wenn du alle vorhandenen Beweise analysierst, wirst du feststellen, dass Kaffee tatsächlich wirklich gut für dich ist. Und das hat alles mit der Tatsache zu tun, dass Kaffee mehr Antioxidantien enthält als alles andere da draußen. Antioxidantien sind extrem wichtig für die Gesundheit, weil sie deinen Körper vor Alterung und schweren Krankheiten schützen. Überraschenderweise enthält Kaffee eine große Menge an Antioxidantien wie Polyphenole und Hydroxyzimtsäuren. Letzteres ist super effektiv bei der Verhinderung des Zellabbaus durch oxidativen Stress und freie Radikale. Was die Polyphenole betrifft, so helfen sie, Krebs, verschiedene Herzerkrankungen und Typ 2 Diabetes zu verhindern. Nummer 4. Der meiste Wasabi, den du isst, ist eigentlich Meerrettich. Wahrscheinlich hattest du noch nie echten Wasabi. Die Sache ist die, dass echter Wasabi, der vom Reiben der Wasabia japonica Wurzel stammt, außerhalb Japans nicht verbreitet ist. Stattdessen wird den Menschen eine Mischung aus Senf, Meerrettich und Lebensmittelfarbe serviert. Selbst in Japan, wo die Nachfrage nach Wasabi extrem hoch ist, wird der reale Wasabi oft mit Meerrettich vermischt. Wasabi hat einen pflanzlichen Geschmack im Gegensatz zu seinem Meerrettichersatz. Letzteres hat einen klaren, anhaltenden Nachgeschmack, der ein brennendes Gefühl im Mund hinterlässt. Um es mal klar und deutlich zu sagen, sollte es eigentlich nicht so sein, dass du dich wie ein feuerspeiender Drache fühlen sollst. Echter Wasabi besitzt einen runden Geschmack und erinnert eher an Pflanzen. Nummer 3. Das Verfallsdatum auf der Wasserflasche ist nicht das, was es zu sein scheint. Das Verfallsdatum, das du auf einer Flasche Wasser siehst, ist nicht wegen des Wassers, sondern wegen der Flasche selbst. Es gibt keine Proteine oder Zucker im Wasser, was bedeutet, dass Wasser nicht schlecht werden kann, wie es die meisten Lebensmittel und Getränke tun. Wenn du die Flasche offen lässt, absorbiert das Wasser in dieser Zeit Kohlendioxid und verändert seine chemische Zusammensetzung. Wenn du dich also jemals gefragt hast, warum alles in der Welt der Hersteller versucht, dir zu sagen, dass das Wasser bis zu einem bestimmten Datum abläuft, dann ist es genau deswegen. Nummer 2. Honig hat eine ewige Haltbarkeit. Archäologen, die einige ägyptische Gräber ausgruben, stießen auf etwas völlig Unerwartetes. Sie fanden mehrere Töpfe Honig, aber das ist nicht der verrückteste Teil. Dieser Honig war tausende von Jahren alt, aber er war gut erhalten und trotzdem essbar. Die Erklärung liegt in der chemischen Zusammensetzung des Honigs, der hauptsächlich aus Zucker besteht. Das bedeutet, dass Honig nur sehr wenig Feuchtigkeit enthält. In einer solchen Umgebung können nur sehr wenige Mikroorganismen und Bakterien überleben. Kurz gesagt, sie werden von der reinen Süße des Honigs erstickt. Außerdem ist Honig ein sehr säurehaltiges Produkt. Mit einem pH-Wert zwischen 3 und 4,5 kann es buchstäblich alles töten, was versucht, in ihm zu wachsen. Selbst wenn es einigen mutigen Bakterien gelingt, sich in einem Glas Honig niederzulassen, ist ihre Lebenserwartung sehr gering. Nummer 1. Eiscreme enthält Seetang. Einige Arten von kommerziellem Eis enthalten Algen. Nein, diese Art von Algen wird nicht verwendet, um der Kältebehandlung einen bestimmten Geschmack hinzuzufügen. Seetang dient als Verdickungsmittel. Einige Hersteller verwenden Carrageen in ihrer Eisproduktion und diese Substanz wird aus bestimmten Arten von roten Algen hergestellt. Carrageen wird dem Eis hinzugefügt, um die Zutaten zusammenzuhalten und die Textur zu verbessern. Seetang verhindert auch, dass das Eis nicht zu schnell schmilzt. Wenn du also das nächste Mal eine Kugel genießt, bedanke dich bei Seetang für diese erstaunlich geschlagene Textur. Danke Seetang, glaube ich. Nun, war das nicht einfach lecker? Kennst du noch andere Fakten über Lebensmittel, die ein wahrer Gaumenschmaus sind? Lass es alle in den Kommentaren unten wissen. Vergiss nicht, auf den Like-Button zu klicken, dieses Video mit deinen Freunden zu teilen und uns zu abonnieren, um bei uns auf der Sonnenseite des Lebens dabei zu sein.